In der gesundheitlichen Versorgung stehen wir in den Regionen vor großen Herausforderungen. Die Ressourcen werden nicht ausreichend beizubringen sein, um insbesondere eine ambulante, eigentlich eine intersektorale Versorgung in der Zukunft zu gewährleisten. Wenn ich sage Zukunft, spreche ich über die nächsten 5 bis 10 Jahre, wo wir gewärtigen müssen, dass die Zahl der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sich um die Hälfte reduzieren wird und damit eine doppelte Menge der Versorgung für jeden einzelnen Arzt, Ärztin eintreten wird. Dieses digital zu unterstützen und diese Engpässe, die sich daraus ergeben, tatsächlich aufzufangen und sogar mit mehr Nutzen wieder zurückzuspielen in die Region. Das ist unser Auftrag und darauf versucht die digitale Modellregion Gesundheit Dreiländereck Antworten zu finden. Um diesem und weiteren Problemen in der gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum zu begegnen, führt die DMGD seit 2019 sektorenübergreifend Forschungsprojekte durch. Eines der ersten Projekte wurde gemeinsam mit der Stadt Sundern im Sauerland durchgeführt, um die intersektorale Kommunikation zwischen Arztpraxen, PatientInnen, Kliniken und Pflegediensten zu verbessern. In unserem Projekt Medicus wurden die Behandlungs- und Kommunikationsabläufe zwischen Arzt und Patient, aber auch zwischen den Gesundheitsakteuren untereinander, das heißt Hausarzt- und Facharztpraxen mit Kliniken, Apotheken und Pflegeeinrichtungen untersucht. Und auch die Digitalisierungspotenziale bei der Kommunikation haben eine zentrale Rolle gespielt. Durch die intersektorale Zusammenarbeit der Stadtverwaltung Sundern, der Universität Siegen und den Gesundheitsakteuren wurde der Status quo ermittelt hinsichtlich der Kommunikation und ein gemeinsames Zukunftsbild erarbeitet. Ein Lösungsansatz wurde in digitalen Tools und digitalen Konzepten gesehen und die würden wir zukünftig gerne auch in einem Medicus 2.0 Projekt umsetzen. Es hat sich herausgestellt, dass vor allem die digitalen Techniken auf Seiten der unterschiedlichen Gesundheitsakteure sehr unterschiedlich sind. Zentrale Handlungsempfehlung der Medicus-Studie war es, eine digitale Kommunikationsplattform bzw. ein digitales Netzwerk zu installieren. Dadurch sollen Kommunikationswege verbessert und Patientenwege eingespart werden können. Neben der intersektoralen Kommunikation zwischen den Fachkräften ist auch eine Verbesserung der Kommunikation mit den Patientinnen besonders wichtig. Städtische Ärzte sollten als Teledocs an Präsenzpraxen in ländlichen Bereichen angeschlossen werden. Es soll Telemedizin und Präsenzsprechstunde kombinieren. In unserem Projekt DigiDocs geht es um eine Machbarkeitsstudie in der Kooperation zwischen der Lebenswissenschaftlichen Fakultät der Uni Siegen, unseren niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzten und der Stadt Lennestadt, herauszufinden, welche Instrumente der Telemedizin tatsächlich in den Praxisalltag so implementiert werden können, dass sie am Ende zu einer Entlastung beitragen. Die große Frage stellt sich hier, wie ist tatsächlich die Akzeptanz da bei den Hausärzten? Wie sieht die Akzeptanz bei den Patientinnen und Patienten aus? Und das galt es hier zu erforschen und am Ende eine Abmilderung dieser drohenden Unterversorgung zu erreichen. Im Gegensatz zu einem doch sehr anonymen Callcenter-Modell geht es hier darum, die Telemedizin tatsächlich in den Praxisalltag zu implementieren. Hier geht es um eine Unterstützung bei der eigentlichen Behandlung und auch Diagnose. Wir wollen hier immer noch die Möglichkeit darstellen, dass die Patientin oder der Patient entscheiden kann, doch noch in die Praxis zu kommen. Wir haben im Projekt eine sehr positive Resonanz aus der Bevölkerung wahrgenommen. Die Menschen sind offen für Digitalisierung, zumindest da, wo sie wirklich weiterhilft und keine zusätzliche Belastung auslöst. Die Hausärztinnen und Hausärzte haben sich im Projekt sehr engagiert beteiligt. Und wir haben festgestellt, dass es insgesamt eine große Offenheit zum Thema Digitalisierung gibt. Denn am Ende müssen die Hausärzte entscheiden, was ihnen tatsächlich im Praxisalltag weiterhilft. Also keine zusätzliche Belastung, sondern tatsächlich eine Entlastung. Ich halte das Projekt DigiDocs für sehr, sehr wichtig, um uns Wege aufzuzeichnen, wie wir solche telemedizinischen Elemente implementieren können. Die Resonanz auf das Projekt DigiDocs bei den Patienten war sehr hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im nächsten Schritt eine gemeinsame Plattform im Internet schaffen, über die Hausärzte in Lennestadt und Kirchhundem die Terminvergabe organisieren. Eine wichtige Entlastungsfunktion ist die Delegation an nichtärztliches Personal. Dazu zählen unter anderem nichtärztliche PraxisassistentInnen, kurz NÄPA. Im gleichnamigen Projekt wird die Verbesserung der Kommunikation im Delegationsprozess mit digitalen Assistenzsystemen untersucht
um deren Arbeit zu erleichtern und die Qualität zu verbessern. Dies führt zu einer Mobilitätsveränderung. Nicht der Patient muss sich zum Arzt bewegen, sondern lediglich seine Gesundheitsdaten. In Zeiten von drohendem Ärztemangel haben wir uns entschieden, gemeinsam mit Arztpraxen und NEPAS und Unterstützung der Universität Siegen zu untersuchen, inwiefern Delegation ärztlicher Leistungen bei nicht dringenden Hausbesuchen möglich ist. Das setzt voraus, dass eine telemedizinische Unterstützung durch den Arzt in der Praxis jederzeit gewährleistet ist. Die ersten Ergebnisse waren sehr erfolgversprechend. Wir wollen jetzt in einem weiteren Projekt E- oder I-Monitor, egal wie man es nennt, schauen, wie wir daraus weitere Schlüsse ziehen können, wie man das Ganze in der Praxis noch intensiver anwenden kann, auch unter Einbindung der Patienten, die dann bestimmte Daten selber erheben und auch weitergeben können. Der Mehrwert für mich aus dem Projekt ist, dass die Verbesserung Technik und die Menschen zusammenkommen und dass sich jemand Gedanken macht und auch die Wünsche und Anregungen der NEPAS aufnimmt. Dass man zum Beispiel ein EKG anlegen kann und dem Arzt in Echtzeit das digital direkt rübersenden kann. Und der Arzt könnte dann schon entscheiden, was er weiterhin machen will. Wie die Aufnahme und Übertragung von Vitaldaten funktionieren kann, untersucht das Projekt Data Health Burbach. Das Projekt findet unter anderem in Zusammenarbeit mit der Lebensgemeinschaft christlicher Senioren in Lützeln statt. Es beschäftigt sich in mehreren Schritten mit der eigenständigen Messung durch PatientInnen, assistierter Messung durch Pflegepersonal in Pflegeheimen, häuslicher Pflege, PatientInnen im eigenständigen Haushalt sowie der dazugehörigen Akzeptanzforschung. Ich glaube, dass das sehr positiv aufgenommen wird, wenn man es gut erklärt. Es mögen zunächst Ängste da sein, dass Digitalisierung dazu führt, dass der Kontakt mit der Hausärztin oder dem Hausarzt fehlt. Aber eigentlich soll es darum gehen, dass die wichtigen Hausarztgespräche, dass die stattfinden können, dass dafür Zeit ist und dass das einfache Aufnahmen von Gesundheitsdaten, dass die vielleicht digital von zu Hause aus, von den Patientinnen und Patienten selbst oder vielleicht auch mit einer nichtärztlichen Betreuung erfolgen können und dann eben die Zeit bleibt für die wichtigen Gespräche mit der Ärztin, mit dem Arzt. Dadurch, dass wir das Vitaldatenmonitoring dann einführen, wenn es denn mal technisch umgesetzt ist und funktioniert, haben ja die Hausärzte einen wesentlich schnelleren Zugriff auf die Gesundheitsdaten und können wesentlich schneller und einfacher zu einer Diagnose kommen. Und das wiederum hilft dem Bewohner, gerade in einer Akutsituation. Und ich erwarte mir dadurch wirklich einen elementaren Vorteil, eine Verbesserung in der Gesundheitsversorgung für unsere insbesondere kranken Bewohner. Diese und viele andere Projekte der DMGD zeigen die entlastende Wirkung der untersuchten Maßnahmen. Doch wie tief greift das in die bestehenden Geschäftsmodelle der Gesundheitsversorgung ein und welche Überlegungen müssten angestellt werden, um die Akteure im Gesundheitswesen, die Öffentlichkeit, die PatientInnen und die heimische Wirtschaft mitzunehmen? Da eine Überführung in ein Geschäftsmodell im Sinne eines Public-Private-Partnership-Ansatzes noch nicht hinreichend erforscht ist, wurde das Projekt Telemed@ATN ins Leben gerufen, das an der Schnittstelle zwischen Kommune und Unternehmen ansetzt. Das Projekt Telemed in Attendorn wird sich mit der Frage befassen, wie es gelingen kann, telemedizinische Ansätze, Digitalisierung so auszugestalten, dass wir auf lokale Voraussetzungen möglichst gut reagieren können. Sehr schön an dem Projekt ist, dass es gelungen ist, in einem gemeinsamen Ansatz die Politik, Wirtschaft, aber auch die Ärztinnen und Ärzte mit ins Boot zu bekommen, gemeinsam mit der Universität und in einem Public-Private-Partnership-Ansatz entsprechend dieses Projekt aufzusetzen. Für uns in Attendorn ist es ganz wichtig, dass wir die Strukturen der Gesundheitsversorgung aufrechterhalten und eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung auch in der Zukunft garantieren können. Und deshalb haben wir uns sehr gefreut, dass ein Teilprojekt aus dem digitalen Modellprojekt Gesundheit Dreiländereck hier auch hier in Attendorn stattfinden kann, und zwar der Betrieb einer telemedizinischen Praxis. Wir versprechen uns davon, dass wir damit die Arbeit unserer Arztpraxen erleichtern können und Ärzte und medizinisches Personal in den Arztpraxen entlasten können. Ich glaube, dass das Projekt hier in Attendorn Erfolg haben kann, wenn alle gemeinsam daran arbeiten, Offenheit gegenüber neuen Techniken zeigen. Und das heißt, dass Wirtschaft, Kommune, Hochschule und die beteiligten Arztpraxen an einem Strang ziehen
und auch die Patienten mitnehmen, deren Akzeptanz auch wichtig für das Gelingen des Projektes ist. Was die digitale Modellregion hier in der Fläche immer wieder unternimmt, um sich auch zu erneuern, wird realisiert durch eine Forschungsgruppe, die wir als DMGD zusammen mit der Lebenswissenschaftlichen Fakultät und der Mitarbeit vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angesetzt haben. Die Kernidee ist es, zu einer digitalen Praxis zu kommen, die eine Datenübertragung favorisiert hin zum digitalen Zwilling. Und der digitale Zwilling bedeutet, dass wir unabhängig sind tatsächlich von der physischen Präsenz, die wir als Patienten brauchen, sondern dass unsere Daten für uns die Prozesse übernehmen, die verbessern unsere Gesundheit in Prävention, Diagnostik und Nachsorge. Das ist der Weg, den wir auf Dauer gehen wollen und den wir in der Region über Projekte implementieren wollen.